Ja, ihr Lieben, lieber Axel, dieses Video mache ich nur für dich. Ich sitze jetzt hier in meinem Tonstudio, es stinkt auch ein bisschen. Ich hatte, ja, wie gesagt, nicht, dass ich Blähungen hatte, so wie du, aber nein, jetzt mal ernsthaft. Ich habe damals vom Kollegen das erste Video geschickt bekommen von dir, da warst du auf YouTube. Hattest du kaum, ja, ich glaube, du hattest so 20, 30, 40.000 Abonnenten und da hattest du Pizza gefuttert. Da hast du Pizza gegessen und ich muss wirklich sagen, dein Video eben, dein 15-minütiges Video, was ich jetzt toppen werde in der Zeit, das hat mich berührt. Es hat mich von daher berührt, dass du komplett alles aufgibst auf YouTube. Du hast komplett die Monetarisierung rausgenommen. Du hast ja gesagt, bei Twitch oder irgendwas, weiß nicht, du hattest da noch Unterkanäle bei Twitch. Lieber Tobias, ich muss wirklich sagen, es ist ein Schritt, vor dem ich den Hut ziehe, aber ich muss auch sagen, ich sehe es kritisch, denn du hast ja die Reichweite verdient, weil du eben so bist, wie du bist. Du futterst Pizza, du klatschst dir auf den Bauch, du rülpst auch mal, du bist eben, ja, ich will es nicht sagen, aber das Schwein von YouTube will ich jetzt nicht behaupten, aber ich meine, du bist so wie du bist. Du fühlst dich auf YouTube zu Hause. Du bist das Haustier von YouTube. Und deswegen, ja, man kann dich jetzt nicht mit einem, wie soll ich das sagen? Man kann dich jetzt nicht mit einem Haustier vergleichen, aber man kann dich schon damit vergleichen, du fühlst dich auf YouTube richtig wohl. Und dann hast du ja auch die Klicks und die Einnahmen verdient, verstehst du? Guck mal, ich arbeite hier als Produzent, ich sitze da stundenlang und friemel an einem und denselben Sound. Ich an einer Bassdrum, die Leute wissen gar nicht, wie schwer das ist, überhaupt einen Song aufzunehmen, auf die Beine zu stellen, Beat zu machen, den Sänger oder die Sängerin, den Rapper, die Rapperin aufzunehmen oder man selbst, wenn ich selber Songs mache, die wissen, du weißt wahrscheinlich auch, ich denke mal, du weißt, wie schwer das ist. Und genauso ist es ja bei dir, wenn du jetzt da Spiele spielst oder irgendwie eine Essensbestellung machst. Du gehst da wirklich geschmacklich vor. Du hast die Geschmäcker schon auf der Zunge. Du weißt, wie es schmecken muss, damit es geil schmeckt. Und deswegen verstehe ich nicht, warum du dir das Geld, was du damit verdienst. Okay, ja, klar. Du darfst gar nicht mehr. Du hast ja Übergewicht. Und das Denken ist, du hast ja aber auch schon abgenommen gehabt. Aber das macht dich doch aus. Du weißt, du musst eines Tages irgendwann abnehmen, aber warum stehst du nicht zu dir? Das ist jetzt das Problem, was ich habe so ein bisschen damit, wegen deiner Entscheidung da, dass du alles aufgibst, die Verträge, die Klicks, das Geld, was du einnimmst. Dann hätte ich das lieber so gemacht, wenn du das Geld nicht haben willst, dass du das an ein Kinderheim spendest oder für alte, arme Menschen oder irgendwas Gutes damit tust. Das hätte ich dir jetzt geraten. Und das machst du ja nicht, indem du lässt es einfach wegfallen und schenkst es YouTube. Ist auch okay, ja, gar keine Frage, es ist deine Entscheidung, aber ich hätte es nicht so gemacht jetzt an deiner Stelle. Deswegen, ich sag's dir einfach, ja, mein Video fällt mir auch ein bisschen schwer. Ich schwitze heute, ich war vorhin durch den Wald und ja, ich bin ehrlich, ja, ich bin jetzt nicht so wie du und ja, viele Frauen schauen mir auf der Straße hinterher und dann stelle ich im Gespräch fest, wie blöd sie eigentlich sind. Also teilweise sind die Leute echt oberflächlich und das macht bei mir so ein bisschen so die Distanz. Weißt du, das hält mich auf Distanz, ne? Und oder Männer auch, andere Männer. Wenn ich jetzt irgendwie Freunde, also ich kann mich befreunden. Ich bin absolut der beste Freund. Bei mir sind, sag ich mal, Geheimnisse wie im Grab. Ich habe einen Kollegen und ich gehe auch davon aus, wir haben eine Freundschaft jetzt seit 15 Jahren und ich muss wirklich sagen, bei mir sind die Geheimnisse sicher wie im Grab. Da geht nichts raus, was nicht rausgehen soll. Und das Ding ist, man kann sich mit mir wirklich gut befreunden. Es ist aber nur so, es geht dir wahrscheinlich genauso. Die Leute gucken dich, weil sie einfach sehen, okay, sie sehen einen Dicken, der Pizza isst, rülpst und sich auf den Bauch schlägt. Ja, das natürlich hast du damit auch Reichweite generiert. Du kannst mir nicht erzählen, dass es nicht so ist. Und ich glaube, du würdest es auch nicht so tun. Aber ich persönlich will nicht, dass derjenige, der du bist, auch noch in Depression verfällst. Du hast gesagt in deinem Video, dass du warst ganze 4 Monate und länger zu Hause. Du bist nicht einen Tag rausgegangen.
Ich weiß nicht, ob das um die Weihnachtszeit gewesen ist oder mitten im warmen Sommer, aber das ist heftig. Du hast wahrscheinlich nur gezockt und bist nicht rausgegangen. Ich weiß nicht, ob du Videos gemacht hast, was du gemacht hast, gestreamt hast, ob du überhaupt noch Menschen an deiner Seite hattest in deiner Wohnung. Du hast gesagt, du bist 4 Monate nicht rausgegangen. Und das finde ich schlimm, weil ich kannte eine, ja, okay, die war ganz nett und wir haben auch mal zusammen gedreht und sie war auf dem YouTuber-Event, wo du auch warst. Und sie hat mir dann direkt aus nächster Nähe von dir ein Foto geschickt. Und das hat mich richtig gefreut. Ja, gut. Die Schnecke weiß auch nicht so, ne, wie sie sich sonst verhält. Und ja, hat sich bei mir auch ein bisschen daneben verhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sie hat mir wenigstens ein Foto von dir geschickt. Ja, so konnte ich dann an das Foto kommen und sagen, Excel, da auf dem YouTube-Event. Cool. Und du gingst da wirklich durch wie Bud Spencer, cool mit Sonnenbrille. Und es war für mich wie im Film. Bist du ein Megastar. Und lass dich nicht runterziehen von irgendwelchen, nur weil du ein bisschen Übergewicht hast oder weil du ein bisschen so bist, wie du bist. Ja, gut, wir haben alle unser Päckchen. Ich habe, wie gesagt, mein Päckchen, dass ich wirklich schnell mit Leuten breche, wenn ich merke, die sind scheiße. Ich mache das wirklich so wie Dieter Bohlen, dass ich gleich zu demjenigen sage, weißt du was, du bist scheiße, ich kick dich aus meiner Freundesliste oder ich kick dich raus. Ich mache das wirklich schnell. Ich habe das früher nicht so gemacht. Klar, es ist eine rabiate Art, aber ich kann nicht mit Leuten meine Zeit verschwenden, die meine Zeit vergeuden. Wenn ich Leuten sage, dies und das und so bin ich, dann ist es doch cool zu wissen, das ist doch nett von mir. Und genauso ist es bei dir. Du sagst den Leuten so und so ist es. Und das finde ich cool. Und vor diesem Satz, was du gesagt hast in deinem Video, davor ziehe ich auch den Hut. Aber ich zum Beispiel, ich wollte mehr. Ich wollte Essensbestellungen natürlich sehen weiter. Ich wollte weiter sehen, wie du durch Mediamarkt gehst und deinen Laptop und da Spaß hast und die Lütte da mit deinem Bauch wegpusht. Ich wollte sehen, wie du in deinem Porsche fährst. Ja, das ist das, was die Leute nun mal sehen wollen in den sozialen Medien. Sonst bist du halt nicht der Excel, der du bist. Aber vielleicht bist du auch ein ganz anderer Excel und möchtest das jetzt deinem Publikum zeigen. Aber ich muss wirklich sagen, ich vermisse ja, ich schwitz. Du hast ja auch gesagt, du stinkst, oder nee, nicht du stinkst, sondern es stinkt in deinem Raum. Deswegen hast du den Dufter, Raumbefeuchter, nicht Raumbefeuchter, Raum, wie heißt das? Raumduft, der da so selber tsch, tsch, macht. Also ich habe dein komplettes Video angeguckt, die kompletten 15 Minuten, und ich hoffe, dass ich das damit jetzt ja praktisch toppe. Ich hoffe, dass ich längeres Video hinkriege, vielleicht auch nicht. Scheiß drauf, Excel. Ich mochte dich so oder mag dich so, wie du bist. Egal, welche Entscheidung du triffst, bist du ein wertvoller Mensch, und das wollte ich dir jetzt hiermit sagen. Und danke nochmal für unser Telefonat. Falls jemand jetzt weitergeguckt hat und bis hierhin geguckt hat, ja, Axel und ich haben telefoniert. Ja, Axel war eingeladen nach Hamburg in der Serie Aliens in Hamburg mitzuspielen. Und ich würde dich immer wieder gerne einladen. Meine Idee war noch, dass du mit dem Trecker da unten aus Süddeutschland herkommst und die ganze Strecke mit dem Trecker fährst und dich dabei filmst auf der Autobahn. Ja, wir hatten witzige Ideen, wir haben kurz gesprochen und du hast mich angerufen und das fand ich geil. Niemand bisher auf YouTube hat mich angerufen und war auch noch nett. Und dann noch, ich meine, du hast viele Abos und also gut, es gibt noch andere. Ich, wie gesagt, werde nachher noch ein Video machen. Hat noch ein anderer YouTuber super nett kommentiert bei mir und der hat auch viele Abonnenten und ich finde das immer schön. Es gibt wahrlich noch die Menschen, die mit beiden Beinen auf dem Boden stehen und trotzdem viele Abonnenten bekommen haben auf YouTube und trotzdem auf dem Boden geblieben sind und ein Mensch mit Herz am rechten Fleck, und das hast du, Exe. Deswegen mag ich dich auch. Und wir haben telefoniert. Es ist zwar nie leider zum Treffen gekommen. Ich glaube, du hast mir die Möglichkeit gegeben, dass du damals im Ibis Hotel warst, hier in der Nähe, und wolltest, dass ich komme. Aber ich bin nicht die Person, die sich aufdrängt. Verstehst du? Ich bin nicht die Person. Da könnte kommen, wer will. Ich würde nicht aufdringlich sein. Ich bin eben nicht so ein Fanboy wie viele oder Fangirl oder Groupie, sondern ich lasse die Leute zu mir kommen ins Studio. So hatte ich hier auch Leute von DSDS aus den Top 10 oder von X-Factor oder vom Supertalent, verstehst du? Vom Supertalent-Finale. Also ich lasse die Leute zu mir kommen und deswegen, damit hatte ich Erfolg.
Und das wird auch immer so bleiben. Ich werde nicht den Leuten hinterherrennen, aber ich kann dir sagen, du bist ein toller Typ. Du bist ein guter Mensch, so wie du bist. Und auch deine Depressionen, ja, du hast sie, aber sie sind nicht da eigentlich. Denk sie dir einfach weg. Genieß das Leben mit deiner Familie, mit deinen Eltern, mit deinen Freunden, die du hast. Und selbst wenn du keinen an deiner Seite hast, dann hast du immer noch solche Leute wie mich, die ein Video über dich machen. Ich freue mich auf weiteres von dir. Ich hoffe, dass du die Monetarisierung wieder anstellst. Ich wünsche dir was. Liebe Grüße und ja, selbst wenn ich jetzt nicht auf die Minutenzahl komme, alles Liebe aus Hamburg von Sören.